Im Grunde, meine Damen und Herren, geht es so weiter, wie es in der letzten Woche gelaufen ist, mit dem Unterschied, dass wir unter dünnsten Volumen heute mehr oder weniger stagnieren an der Wall Street. Der DAX sowieso seit gefühlt 3 Wochen im totalen Wachkoma. Jedenfalls unveränderte US-Indizes, das Volumen weiter dünn. Aber selbst die allergrößten Bullen, zu denen ich natürlich gehöre, müssen zugeben, dass die Märkte ein bisschen überhitzt sind, vor allem an der Wall Street, und dementsprechend eine Korrektur durchaus im Bereich des Denkbaren liegen könnte. Und wie denkbar das ist, das will ich hier mal zeigen, denn es gibt schon ein Parallelen zu dem September des letzten Jahres, September 2020, also als wir von einem neuen Hoch runtergefallen sind an der Wall Street um und bei 10%, kein Beinbruch, aber eben eine Korrektur. Wird das diesmal passieren? Das wollen wir uns gleich mal anschauen. Zunächst mal hier ein Chart, der diese strukturelle Ähnlichkeit zeigt. Wir haben jetzt einen RSI, einen relative Stärkeindex, von knapp 84, alles ab 70 gilt als überkauft, und wir sehen, wir haben ein ganz ähnliches strukturelles Muster wie eben in diesem September 2020. Was muss passieren, damit mal eine Korrektur kommt? Da braucht es natürlich einen Trigger. So daddeln wir vor uns hin, das was in der letzten Woche passiert ist, unter dünnsten Umsätzen, keiner will verkaufen, wenige kaufen, aber es reicht, um die Indizes eben nach oben zu treiben. Also muss etwas passieren. Da gibt es natürlich mehrere Varianten, die passieren könnten. Erstens ein stärkerer Anstieg der Inflation morgen, die US-Verbraucherpreise werden da sehr wichtig. Zweitens mögliche Enttäuschung in Sachen Earnings Season, die ja jetzt in dieser Woche beginnt, also der US-Berichtssaison. Und drittens, dass möglicherweise eben diese ganze Boom-Theorie, die derzeit Konsens ist, also dass wir eine unglaubliche Wirtschaftserholung sehen, die es so noch nie gegeben hat, fast, dass die nicht so eintritt. Das wäre die dritte Möglichkeit. Das sind die weißen Schwäne. Es gibt aber ständig natürlich auch schwarze Schwäne. Die kommen selten, aber sie passieren eben, also etwas, womit niemand rechnet. Aber wie gesagt, solange es keinen Trigger gibt dafür, da werden die Märkte einfach erstmal so weiterschwurbeln. Aber es riecht so ein bisschen danach, dass zumindest jetzt etwas passieren muss, dass sich etwas bewegen wird. Das kann auch weiter nach oben gehen, gar keine Frage, auch impulsiv nach oben gehen. Aber auch da bräuchten wir wahrscheinlich einen Trigger. Schauen wir uns mal hier die Aktien im S&P 500 an, die über der 200-Tages-Linie sind. Das sind jetzt über 95%, knapp unter dem bisherigen Allzeithoch. Und sowas hat eine Zeit lang Bestand, aber nicht lange, wie wir hier in der Grafik sehen, der letzten Jahre. Das ist eine Zeit lang so, und dann fallen die Aktien wieder zurück. Dann fallen mehrere Aktien unter ihren 200-Tages-Durchschnitt. Also da sehen wir schon ziemliche höchste Werte, die zeigen, dass die Märkte natürlich ein bisschen heiß gelaufen sind. Das sieht man auch an der Stimmung. Hier mal der Money Manager Newsletter Writers und Retail Index, der also auf der einen Seite die Börsenbriefe in den USA erfasst. Sind die bullish, sind die bearish? Die ganzen Money Managers, die Vermögensverwalter in AAIM. Also wie sind die Vermögensverwalter gestimmt in Sachen Aktienmärkte, und vor allem die Retail-Trader, die in der AAII-Umfrage befragt werden. Und wir sehen, da sind wir schon sehr hoch, über 70%. Also es ist nicht so, dass die Bären auf den Bäumen wachsen, die Bullen dagegen schon. Da gibt es eben den Konsens, was soll schiefgehen. Wir haben die Fed, wir haben eine boomende Wirtschaft, beste aller Welten, Goldilocks-Szenario, kann nichts passieren. Und hier sehen wir einen anderen Indikator, Investor Movement Index. Hier aus dem März, da steigt eben der Enthusiasmus mit den Aktienmärkten mit. Das ist ein klares Symptom. Jetzt haben die Amis natürlich noch ihren Stimulus-Check bekommen. Alles gut, was soll passieren? Und dementsprechend sehen wir, dass eben auch die Investitionsquote der Amerikaner extrem hoch ist, auf einem neuen Hoch, höher als auf dem Peak kurz vor der Finanzkrise. Also die Exposure, das, was sozusagen investiert ist, ist schon relativ hoch. Man ist also sehr stark investiert. Das gilt für die Profis genauso wie eben für die Privatanleger. Dementsprechend wäre natürlich ein Rückgang, ein stärkerer Rückgang, eine Korrektur, nicht ein Crash, eine Korrektur durchaus auch der Weg des größten Schmerzes. Und schauen wir uns mal an, hier die Bewertungen. Wir haben jetzt in der letzten Woche, ich hatte die Grafik heute Morgen schon im Videoausblick gezeigt, 1,5 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung hinzugewonnen. Insgesamt jetzt 111. Noch nie waren die Märkte höher bewertet. Wir sind jetzt in Relation zum globalen BIP
so hoch bewertet wie noch nie. Da waren wir auch kurz vor der Finanzkrise nur ein bisschen drunter. Also wir toppen all das. Wie gesagt, all das heißt nicht, dass wir jetzt ein ähnliches Szenario sehen wie in der Finanzkrise. Aber es zeigt, dass eben die Bewertungen luftig sind und dass natürlich diese Bewertungen in irgendeiner Form auch gerechtfertigt sein müssen. Und manche zweifeln daran. Hier sagt zum Beispiel David Lareth, Asset Valuations are so out of whack, also die sind so jenseits von, dass schon eine Normalisierung der Zinspolitik einen wirklichen Crash auslösen wird, würde nämlich 50% nach seiner Schätzung back into Ice Age, also zurück in die Eiszeit. An der Wall Street herrscht das bullische Mantra, dass es eben ermöglicht, dass wir jetzt in Relation zum BIP, was die Marktkapitalisierung der Wall Street betrifft, bei 200% angelangt sind. Und Print und Print und Print, die Fed kann nicht anders als weiterdrucken, um diese Wohlstandsillusion, um die es sich faktisch handelt, eben aufrecht zu erhalten. Und das alles unter dünnsten Volumen. Auch diese Grafik oben zumindest, das hatte ich heute Morgen gezeigt. Montag, letzter Montag war der 5. schwächste Handelstag, was das Volumen betrifft, des Jahres. Dienstag der 4. schwächste, Mittwoch der 3. schwächste, Donnerstag der 2. schwächste, Freitag der schwächste. Und heute geht es ähnlich weiter. Liz Insonders zeigt eben hier, wie die Aktienmärkte weiter steigen, aber das Volumen weiter sinkt. Nicht mal 9,5 Billion Shares sind hier gehandelt worden. Das ist sehr, sehr wenig. Das ist durchaus auffallend, dass hier das Volumen deutlich zurückgeht. Und auffallend ist auch, was heute eine Reportage gezeigt hat, dass Bill Wang, jener Chef des Archegos Family Office, den es ja so zerrissen hat, dass der ziemlich eng war mit hier dieser Dame, nämlich Cathie Wood. ARK und ihre ganzen Produkte, die sie hier anbietet, beide sind offenkundig christlich-religiös. Beide haben teilweise dieselbe Research betrieben, haben dieselben Leute, die Research betreiben, und beide sind massiv gehebelt in den Märkten. Der eine ist in die Luft geflogen, die andere gilt als großer Star, ist aber nach meiner Auffassung einer der ganz großen Achillesfersen der Finanzmärkte, dass jemand, der mit solchen Risiken unterwegs ist wie Cathie Wood, eben auch mal in die Luft fliegt. Das halte ich für eine nicht unwahrscheinliche Option. Und jetzt kommen wir zur Berichtssaison. Die beginnt ja in dieser Woche. Hier sehen wir mal, wie die im Februar 2020 waren, kurz vor der Corona-Krise. Dann hatten wir so im Mai, Juni ein Tief, was die Gewinnerwartungen der S&P 500 Unternehmen betrifft, und sehen jetzt, das hat sich so langsam erholt. Aber wir sind immer noch deutlich unter dem Niveau von vor der Corona-Krise. Die Märkte allerdings sind ein bisschen gestiegen seitdem. Wir haben hier mal eine Auflistung, was in dieser Woche alles zu erwarten ist. Heute, wie gesagt, ruhiger Auftakt, keine Daten, keine wirklich wichtigen Zahlen. Das ändert sich morgen dann mit den US-Verbraucherpreisen. Das wird ein echter Hingucker. Am Donnerstag dann die Einzelhandelsumsätze. Da geht die Whisper Number, also die Flüsterschätzung, von 11% Wachstum aus, Konsensprognose 5%. Wir haben Börsengänge und wir haben natürlich die Zahlen hier von Wells Fargo, von Goldman Sachs, von JP Morgan am Mittwoch. Das wird schon mal sehr, sehr wichtig. Da wird die Berichtssaison, die ja fast immer mit den Banken ihren ersten Hochpunkt erreicht, wirklich interessant werden. Und die Frage wird dann sein, naja, was machen wir aus diesen Zahlen? Denn es ist für die Anleger, für die Investoren wahnsinnig schwierig auseinanderzuhalten. Was ist da eigentlich organisches Wachstum und was ist Financial Engineering? Also was ist das, was Elon Musk bei Tesla so gerne macht, nämlich die Dinge so ein bisschen hinzudrehen, dass sie schön aussehen und richtig gut und sexy erscheinen in der Bilanz? Das wird wahnsinnig schwer sein herauszufinden, eben durch Aktienrückkäufe, durch diese ganzen Geschichten. Wenn ich in der Bilanz ausweise, dass die Aktien, die ich von meinem eigenen Unternehmen gekauft habe, 30% gestiegen sind, dann sieht das erstmal ganz toll aus für das Unternehmen, ist aber nicht organisch, hat also eigentlich mit dem Geschäft des Unternehmens nichts zu tun. Das nur mal als Beispiel, aber das wird eben sehr schwierig herauszufinden sein, was passiert da eigentlich. Und wir haben ja jetzt in der letzten Woche die Erzeugerpreise aus den USA gesehen. Die sind deutlich stärker gestiegen als erwartet. Möglicherweise, und das zeigt hier diese Grafik, folgen dann die Earnings weiter. Also laufen die Earnings mit diesen gestiegenen Erzeugerpreisen, fallen also höher aus als erwartet. Da liegt die These allerdings zugrunde,
dass die Unternehmen diese gestiegenen Kosten, die sie haben, nämlich die Inputkosten, auch wirklich weitergeben können. Das wird einer der großen Fragen sein. Gelingt das? Ist das gelungen im ersten Quartal? Ja oder nein? Und dann haben wir noch Aussagen in Sachen Inflation. Das wird, wie gesagt, jetzt einer der ganz großen Themen sein. Wird die Inflation aus dem Ruder laufen oder ist das temporär? Die Fed sagt temporär. Auch Council of Economic Advisors in den USA sagt ja eher temporär, und zwar aus drei Gründen. Erstens eben Basiseffekte, klar, Vorjahresvergleich, der fällt da ziemlich klar aus. Supply Chain Disruptions, also Lieferkettenschwierigkeiten, haben wir zuletzt ja öfter gesehen, dass Lieferketten kaum mehr wirklich funktionieren, und Pent-up-Demand, also sozusagen Nachholeffekte jetzt nach Öffnung, vor allem in den USA, da sind schon fast 50% der Leute geimpft, zumindest mit einer Impfung in den USA. Allerdings haben die Amerikaner derzeit auch wieder über 70.000 Fälle durchschnittlich, was Corona betrifft, also auch da gehen die Zahlen nach oben. Und heute hat dann die New York Fed eine interessante Umfrage veröffentlicht, nämlich die Erwartungen für Hauspreise, Benzin und Mieten sind auf neuen Hochs. Das hat man dann hier genauer ausgeführt. Zum Beispiel Household Spending Growth Expectations, also sozusagen was die Leute ausgeben, was sie konsumieren, höchster Stand seit 2014. Erwartung für weiter steigende Hauspreise für nächstes Jahr plus 4,8%, auch das höchste seit vielen Jahren, und Inflation Expectations so hoch wie seit 2014 nicht mehr. Und interessant ist, dass das Weiße Haus einen Tag vor Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise mal hier so ein paar Reflexionen über die Inflation angestellt hat, und da sagt man auch, ja, das wird vorübergehend vielleicht mal steigen, aber dann wieder zurückgehen, aber falls nicht, werden wir das sehr genau beobachten, ne? Da wird man also ganz genau hinschauen und dann wahrscheinlich die Zinsen auf 10% erheben lassen durch die Fed. Wer es glaubt, der wird sofort selig. Und selig ist eben auch die Diskussion, kommt diese Inflation? Hier oben ein Kommentar von der Bank of America, die sagen, also Leute, wir werden ein viel höheres Wachstum sehen und dementsprechend eine viel höhere Inflation, und das wird die Fed dazu zwingen, dann plötzlich ganz schnell zu agieren. Deswegen sind wir untergewichtet in Risk Assets. Anders sieht es zum Beispiel Heusington, ein Analysehaus, das sagt, ja, im Gegensatz zum Mainstream gehen wir davon aus, dass die disinflationären, also deflationären Kräfte deutlich stärker sind. Und deflationäre Kräfte sind ja Alterung der Gesellschaft, Digitalisierung, all das ist ja latent deflationär. Globalisierung, die wird allerdings wieder ein bisschen zurück abgewickelt. Aber wir sehen hier zum Beispiel Lumber, Bauhäuser in den USA, extrem wichtig. Da sind die Preise nach oben hin offen, haben sich verdreifacht in sehr kurzer Zeit. Das wird natürlich seine Spuren hinterlassen, gar keine Frage. Und Spuren hinterlässt auch bei uns der Lockdown. Es sieht so aus, als würden wir dann nach dem 18. April dann einen weiteren Lockdown von 3 Wochen bekommen. Das hört man heute aus in Kreisen der Ministerpräsidenten, die sich darauf schon wohl vorab geeinigt haben. Und das ist ja immer mit diesen 3 Wochen. Da hat ein Kommentator auf mein Video heute Morgen geschrieben, ja, die ersten 2 Jahre dieser 3 Wochen sind immer die härtesten. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Punkt. Hier ein Bericht dann im Tagesspiegel. Lockdown könnte bis Ende Mai oder Mitte Juni dauern. Fast schon optimistisch, möchte man sagen. Ähnlich optimistisch wie dass die CDU offenkundig sich geeinigt hat auf Armin Laschet als Kanzlerkandidat. Laut Umfragen sind 15% der Deutschen für einen Kanzler Armin Laschet, dementsprechend 85% eher weniger. Das zeigt, dass die CDU doch wirklich den Mut aufbringt zur Opposition. Da scheint man also echt mal was ändern zu wollen, indem man dann eine radikale Opposition betreibt, nachdem man die Wahl wahrscheinlich doch verlieren wird. Das soll es erstmal gewesen sein. Es ist nach wie vor dünnvolumig, es passiert nicht so wahnsinnig viel. Das dürfte sich allerdings im Laufe dieser Woche durchaus ändern, denn da ist einfach mehr Action, und das wird dann die Market Player letztendlich dazu bringen, wirklich auch mal die Chips wieder zu setzen und nicht einfach in einem nachösterlichen, die ja fast schon Koma hier zu verharren. Da dürfen wir gespannt sein, was dann da abgehen wird. Die Voraussetzungen sind da, überhitzte Märkte, ähnliche charttechnische Strukturen wie eben im September 2020. Kein Crash, aber eben mal eine Korrektur. Wir haben sehr wenige Puts draußen. Es ist schon ein bisschen merkwürdig, was derzeit abläuft. Keiner will verkaufen so richtig, aber die ganz große Buying-Euphorie ist jetzt eben auch nicht mehr da. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich bin gespannt, vor allem auf morgen. Schauen Sie da rein in den Videoausblick morgen früh. Jetzt sage ich Servus und Ciao.